Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, meine Damen und Herren, wir sprechen wieder über relevante Themen aus dem Netz und um das Netz herum. Wir sprechen über die Vorratsdatenspeicherung zum wiederholten Male. Vorratsdatenspeicherung, das bedeutet kurz gefasst, unsere Telekommunikationsanbieter speichern, mit wem wir wann und wo telefoniert haben. Genauso funktioniert das bei SMSen und bei E-Mails. Die Daten werden dann über Wochen und Monate gespeichert und die Polizei und die Behörden dürfen diese dann nutzen, um besser gegen Kriminalität und Terrorismus vorgehen zu können. Dass das nicht wirklich klappt, ist auch schon seit längerer Zeit klar. Warum wir aber nochmal über dieses Thema sprechen müssen, ganz allgemein über das Thema Vorratsdatenspeicherung, das weiß eben Alexander Sandertachchen nochmal. Hallo. Hi. Wir haben das schon öfter besprochen, das Thema. 2014 hatte der Europäische Gerichtshof eine wichtige Entscheidung getroffen und seitdem ist dann doch aber wieder viel passiert, mehr eigentlich, als man sich vielleicht erhofft hatte nach der eigentlich positiven Entscheidung von vor 2 Jahren. Kannst du uns da nochmal einen kurzen Abriss, einen geschichtlichen Abriss präsentieren zu diesem Thema? Einen historischen Abriss, ja, History Channel-mäßig. Ja, absolut. Und zwar war es ja so, dass an die EU eine Richtlinie auf den Weg gebracht hat, die eben die Mitgliedstaaten verpflichtet hat, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen, bei der neben diesen Kommunikationsdaten, die du angesprochen hast, eben dann auch zum Beispiel die Internetverbindung mitgemessen wird, also IP-Adresse, wie lange war ich wann im Internet. Und dann hat eben der EuGH, wie du schon gesagt hast, dieses Urteil kassiert, weil es eben gegen die europäischen Grundrechte verstößt, weil es eben eine anlasslose Überwachung ist, die massenhaft stattfindet. Mhm. Jeder Betroffene wird ständig, zu jeder Zeit, jede Bürgerin, jeder Bürger rund um die Uhr überwacht. Und da hat eben der EuGH gesagt, das verstößt gegen die Grundrechte. Und hat aber eben diese europäische Richtlinie damit kassiert, was dazu geführt hat, dass dann eben nationale Alleingänge auf den Weg gebracht wurden. Einzelne Mitgliedstaaten haben eben gesagt, okay, dann ändern wir jetzt ein bisschen was an dieser Richtlinie, also an dieser ehemaligen Richtlinie, bringen eigenes nationales Gesetz auf den Weg und führen somit eben wieder diese Vorratsdatenspeicherung ein. Mhm. So geschehen etwa auch in Deutschland. Letztes Jahr, Ende 2015, wurde wieder die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, obwohl eben der EuGH gesagt hat, es verstößt gegen europäische Grundrechte. Damals war in Deutschland vorgesehen 6 Monate Speicherdauer. Da hat man eben jetzt zum Beispiel dran gearbeitet, hat eben gesagt Standortdaten, also wo ich mich befinde, wenn ich zum Beispiel eben jemandem eine SMS schreibe, werden für 4 Wochen gespeichert, Telefonate, SMS und eben die Internetverbindung für 10 Wochen. Also man hat halt die Speicherdauer drastisch eingeschränkt und hofft damit eben jetzt, dass man eben einer weiteren richterlichen Überprüfung standhält, was wir allerdings bezweifeln. Jetzt ist das Thema ja wieder eins vorm Europäischen Gerichtshof. Es steht ein weiteres Verfahren an. Worum geht es dabei genau? Diesmal geht es um England und Schweden. Dort haben eben, insbesondere eben in Schweden, hat ein Provider Tele 2 dagegen geklagt, weil er eben verpflichtet wurde, diese Vorratsdatenspeicherung für die Ermittlungsbehörden anzulegen. Also ja, dieser Provider speichert dann all diese Daten und dann kommen die Ermittlungsbehörden und greifen drauf zu. Und da hat eben dieser Provider gesagt, nee, das wollen wir einfach nicht machen, das finden wir blöd. Verstößt eben gegen die Grundrechte auch nach unserer Meinung nach. Außerdem kostet das einen Haufen Geld und es bringt auch nichts. Ja. Und ist dann eben zum schwedischen Gericht gelaufen. Das schwedische Gericht hat dann gesagt, ja, wir glauben, dass da schon eben europäische Grundrechte mit berührt sind und müssen deswegen den EuGH anrufen, hat es eben weitergegeben an den EuGH. In Großbritannien ist es ein bisschen anders gelagert, dort hat ein sehr breitflächiges Überwachungsgesetz auf den Weg gebracht, wo die Vorratsdatenspeicherung ein Teil davon ist. Dort hat sich eben das nationale Gericht ebenfalls entschieden, das an den EuGH zu übermitteln. Und dann hat eben der EuGH diese 2 Fälle zusammengepackt, hat gesagt, okay, wir müssen uns das jetzt eben anschauen, wie es dort eben aussieht. Dann hat vor ein paar Monaten eben die Verhandlung dazu stattgefunden. Und gestern hat eben der Generalanwalt sein Schlussplädoyer vorgetragen. Dieses Schlussplädoyer bedeutet, dass er eben dem Gericht vorschlägt, wie eine Entscheidung aussehen könnte, nochmal das Verfahren zusammenfasst. Ja. Und dann wird eben jetzt im Nachgang tatsächlich erst in den nächsten Wochen oder Monaten dann die endgültige Entscheidung von den Richtern getroffen werden. Aber man muss eben sagen, dass dieses Schlussplädoyer vom Generalanwalt immer ein deutlicher Fingerzeig ist, weil oft folgt eben das Gericht dann eben diesem Generalanwalt. Was hat der Generalanwalt gesagt? Wie schätzt er die Lage ein? Wie steht er zum Thema Vorratsdatenspeicherung? Welches Urteil kann man erwarten? Also das Entscheidendste, was ihr eben sagt, ist als allererstes, europäisches Recht gilt in diesem Moment. Mhm. Das ist eigentlich die große Richtung. Denn hätte er gesagt, also das hat hier nichts mit EU-Recht zu tun, dann wäre das wieder zurück zu den nationalen Gerichten gegangen. Mhm. Jedes
Land hätte so seine eigene Vorratsdatenspeicherung eben auf den Weg bringen können, wie sie wollen. Aber dadurch, dass eben der Generalanwalt gesagt hat, Moment, hier gilt EU-Recht, heißt es eben für alle Mitgliedstaaten in der EU, dass eben EU-Recht in so einem Fall gilt, dass es das zu beachten ist. Und er verweist eben auch auf das schon angesprochene Urteil aus dem Jahr 2014, wo eben klar gesagt wird, unter welchen Voraussetzungen solch eine Vorratsdatenspeicherung überhaupt auf den Weg gebracht werden darf. Also der EuGH sagt zwar, okay, eine Vorratsdatenspeicherung an sich ist möglich, aber sagt dann gleichzeitig, unter welchen Bedingungen. Diese Bedingungen machen eigentlich dann gleichzeitig die Vorratsdatenspeicherung wieder unmöglich. Ja, wobei die interpretierbar sind, finde ich, die Bedingungen, die jetzt genannt wurden, die ich nachgelesen habe. Genau, die Bedingungen sind natürlich interpretierbar, aber auf der anderen Seite sind dann natürlich auch wieder bestimmte Rechte damit so eng miteinander verknüpft, dass man eigentlich relativ präzise sagen kann, was geht und was nicht geht. Was der EuGH eben sagt und was der Generalanwalt sagt, ist eben, also Strafverfolgung ist per se erstmal gut und richtig. Deswegen können auch sämtliche Mittel erstmal auf den Weg gebracht werden, aber sie dürfen eben nicht gegen Grundrechte verstoßen. Und das ist eben diese Idee dahinter, dass man jetzt nicht per se sagt, also Strafverfolgung ist Käse. Ja. Das wäre ja auch blödsinnig, so eine Ansage. Von daher muss es aber eben bestimmten Kriterien unterworfen werden. Zum Beispiel, dass es eben nicht den Wesensgehalt von Grundrechten angreift. Also dass eben jetzt ein Grundrecht auf Privatsphäre nicht völlig außer Kraft gesetzt wird. Das wäre zum Beispiel solch eine Bedingung, die klingt jetzt erstmal schwammig, ist dann aber in der Auslegung eigentlich sehr präzise. Ja, und es geht eben dann auch darum, diese Maßnahme der Vorratsdatenspeicherung nur dann anzuwenden oder nur anwenden zu dürfen, wenn es um die Bekämpfung von Verbrechen geht. Und das muss dann auch nachgewiesen werden. Genau, also der Generalanwalt sagt sowieso grundsätzlich nur bei schwerer Kriminalität und Terrorismus. Also das darf jetzt nicht genutzt werden, um einen Falschparker damit zu verfolgen, salopp gesagt. Also das sind auch schon mal Kriterien, bei welchen Straftatbeständen überhaupt eine solche Maßnahme auf den Weg gebracht werden darf. Hier gibt es ja zum Beispiel in Österreich, wo die Vorratsdatenspeicherung mit auf den Weg gebracht wurde, wo da eben auch noch andere Kriminalität mit abgedeckt wurden, die jetzt gar nichts mit schwerer Kriminalität, schwerer organisierter Kriminalität zum Beispiel zu tun haben. Da sagt der EuGH zum Beispiel auch sehr klar, also für sowas geht eine Vorratsdatenspeicherung sowieso grundsätzlich gar nicht. Ein weiteres Problem ist natürlich auch eben diese Speicherung aller Informationen, obwohl man eigentlich keinen konkreten Beschuldigten hat. Ein weiteres Kriterium wäre ein Richtervorbehalt, dass eben auf diese Daten nur zugegriffen werden darf, wenn eben ein Richter vorher gesagt hat, okay, das ist ein Fall von schwerer Kriminalität, deswegen dürft ihr auf diese Daten zugreifen. Die Daten müssen sicher gespeichert werden, müssen verschlüsselt gespeichert werden. Es muss klar sein, wer überhaupt auf diese Daten zugreifen kann. Also kann jetzt nicht jeder x-beliebige Polizist mal in seine Datenbanken Namen reinklopfen und dann auf diese Daten zugreifen. Und wenn man all diese Vorgaben zusammennimmt, und sich die Vorratsdatenspeicherung anschaut, merkt man, das wird nichts. Das heißt, die Extremposition, die man vielleicht vorher hätte einnehmen können, dass man sagt, hoffentlich wird vom EuGH das Konzept der Vorratsdatenspeicherung komplett gekippt, die ist so nicht erreicht worden. Aber die Grenzen, die gesteckt worden sind, sind so eng, dass man von mehr als einem Teilerfolg sprechen muss, aus unserer Sicht. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Grenzen sind sehr, sehr hoch gesetzt. Und also es dürfte sehr schwer sein, eben eine Vorratsdatenspeicherung auf den Weg zu bringen. Man denke zum Beispiel auch an die Berufsgeheimnisträger, die eben auch mit erfasst werden, Ärzte, Rechtsanwälte, ähnliche Personen, auch Priester, Beichtgeheimnis und so weiter und so fort. All diese Daten werden ja auch erfasst und da dürfte es eben auch sehr schwierig sein, dann ein Gesetz auf den Weg zu bringen, was technisch auch in der Lage ist, diese Leute wieder rauszufiltern, weil die müssten sich ja dann im Vorfeld zum Beispiel registrieren. Dann hat man eine Datenbank mit allen Geheimnisträgern, auch wieder schwierig. Also von daher, also sagt der EuGH, wenn ihr zum Beispiel so eine Lösung auf den Weg bringen würdet, könnte das gehen, aber wie das technisch zum Beispiel realisierbar ist, es steht dann eben wieder auf dem anderen Blatt. Deswegen theoretisch ist eine Vorratsdatenspeicherung denkbar, praktisch nicht. Ja, sehr schön. Wir werden gleich noch mal ein bisschen weiter quatschen darüber, wie sich das jetzt auch auf die Bundesrepublik Deutschland und die Rechtsprechung hier auswirken wird. Was macht Heiko Maas? Mit diesen Informationen mehr dazu gleich nach nur einem Song. Und der kommt von Anne Haight und heißt Love Game. Go back to the star. Wir haben eben schon ein bisschen gesprochen über die Vorratsdatenspeicherung und über die Wahrscheinlichkeit oder die große Wahrscheinlichkeit, dass der EuGH die Vorratsdatenspeicherung nicht komplett kippt, aber so einschränkt, dass sie im Prinzip nicht mehr möglich sein wird. Mehr dazu jetzt. Flux FM in digitaler Gesellschaft. Herr Sander.
Tagchen nochmal. Guten Tag. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, was der Generalanwalt des EuGH quasi in seinem Schlussplädoyer gesagt hat, nachdem die Verhandlungen zur Vorratsdatenspeicherung jetzt beendet sind, wird es bald ein Urteil geben. Was wird dieses Urteil oder was bedeutet vielleicht erstmal das Plädoyer für die nationalen Gesetze? Da muss ja ein Umdenken stattfinden, auch in den nationalen Regierungen, in den nationalen gesetzgebenden Institutionen. Genau, also diese Staaten, die bisher noch keine Vorratsdatenspeicherung haben, sollten auch keine mehr einführen. Und die Staaten, die eine haben, so wie Deutschland, stehen natürlich jetzt auch ein Stück weit vor einem Problem. Mhm. Man muss natürlich sagen, dass dieser Fall jetzt erstmal tatsächlich eben nur für Schweden und Großbritannien gilt, wo eben auch der EuGH angerufen wurde. Aber es hat natürlich eine gewisse Signalwirkung, dieses Plädoyer, aber insbesondere dann eben das Urteil am Ende des Tages. Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht, der jetzt auch schon einige Klagen übermittelt bekommen hat zur Vorratsdatenspeicherung, die jetzt wieder eingeführt wurde, eben Ende 2015. Und da wird natürlich das Bundesverfassungsgericht sehr genau schauen, was der EuGH eben in diesen Fällen auch 2014 gesagt hat, aber eben jetzt auch in dem Fall Schweden-Großbritannien sagen wird. Und wird das sicherlich mit zu Rate ziehen und wird natürlich sein Urteil ein Stück weit hin daraufhin auch ausrichten. Aber es hat jetzt keine direkte Wirkung für die Mitgliedstaaten, aber es ist natürlich für alle Staaten ein Signal, dass wenn ich ein Gesetz auf den Weg bringe, was so aussieht wie das Schwedische, oder das aus Großbritannien, dann wird es vom EuGH kassiert. Ja. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Vorratsdatenspeicherung gegen Bürgerrechte verstößt, zumindest aus eurer Sicht oder zumindest aus nachvollziehbaren Gründen, sondern es ist ja auch kein effektives Tool, um organisierte Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. Da gab es in den letzten Jahren des Öfteren auch wissenschaftliche Untersuchungen, die eben zum Ergebnis hatten, klingt gut, funktioniert aber gar nicht. Das ist das Riesenproblem. Also wir haben halt mit einer gigantischen Datenspeicherung zu tun, wo wir einfach überhaupt keinen Beweis für den Nutzen dieser Datensammelwut haben. Darüber hinaus gibt es noch weitere Vorratsdatenspeicherungen. Wir haben das hier auch schon in der Sendung ein paar Mal angesprochen, zum Beispiel Fluggastdaten. Bankdaten, die auch seit Jahren zum Beispiel von den USA schon durchgeführt werden, wo es keine Beweise für den Nutzen dieser Datensammlung gibt. Also es werden halt immer irgendwelche Anekdoten erzählt, Geschichten erzählt. Hier hätte die Vorratsdatenspeicherung möglicherweise irgendwo geholfen. Aber es ist ja auch so, dass wenn man sich jetzt etwa die letzten terroristischen Anschläge anschaut, dass eben diese Leute auch immer schon im Vorfeld im Visier der Ermittlungsbehörden waren, ohne dass es eben diese Vorratsdatenspeicherung gebraucht hat. Und da fragt man sich natürlich schon, warum eine solche Maßnahme eben auf den Weg gebracht werden soll, die ständig alle Personen rund um die Uhr total überwacht, was ihre Kommunikation betrifft, wenn sie doch eigentlich überhaupt keinen Nutzen hat. Und das ist natürlich ein weiteres Kriterium, wonach auch geprüft werden muss, eben ob eine solche Maßnahme auf den Weg gebracht werden muss. Also einmal, ob eben diese Grundrechte bedroht sind, also der Wesensgehalt der Grundrechte, ob es einen legitimen Zweck gibt, das wäre die Strafverfolgung, das kann man sicherlich bejahen, ob es ein geeignetes Mittel ist, also ob es überhaupt eben dafür nützlich ist, um die Strafverfolgung durchzuführen. Und dann eben das Entscheidende, ob es erforderlich ist, also ob es nicht ein Mittel gibt, was weniger intrusiv ist, also was weniger Daten zum Beispiel abgreift oder in irgendeiner Art und Weise weniger in die Grundrechte eingreift. Und ob es eben eine angemessene Entscheidung ist. Und da muss man eben bei der Vorratsdatenspeicherung sagen, Strafverfolgung will sie eben damit bekämpfen, aber sie tut es nicht und greift eben massiv in die Privatsphäre der Menschen ein. Und damit ist sie einfach nicht einzuführen. Ja, wie zufrieden seid ihr mit der anstehenden Entscheidung des EuGH? Das Urteil ist ja noch nicht veröffentlicht bzw. noch nicht gefällt worden, aber es geht in die richtige Richtung, oder? Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das Entscheidende ist eben, dass EU-Recht gilt und das ist halt wirklich elementar. Das bedeutet nämlich dann, wenn zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht prüft, dass es eben auch die europäischen Grundrechte mit beachten muss und die deutschen Grundrechte, also dass hier eben eine sehr tiefgehende Prüfung erfolgen muss. Und die europäischen Grundrechte, die Charta der Grundrechte ist ein ganz gutes, sehr ordentliches Papier, ja, wo eben auch das Recht auf Privatsphäre eben enthalten ist. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass in diesem konkreten Fall eben EU-Recht anwendbar ist. Das schützt eben uns vor dieser massenhaften Datenspeicherung. So hoffen wir und so lesen wir zumindest eben bisher auch die entsprechenden Entscheidungen. Und insbesondere eben das Urteil von 2014 zur Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich so klar, dass es da keinen Platz gibt für eine Einführung eine Vorratsdatenspeicherung. Und wann wird das neue Urteil gefällt werden? Wann kann man damit rechnen? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also es wird auf jeden Fall bald passieren. Es wird sehr schnell passieren, denn es handelt sich hier um ein beschleunigtes Verfahren. Deswegen gab es eben auch innerhalb kürzester Zeit jetzt Verhandlungen
Plädoyer vom Generalanwalt. Es kann in einigen Wochen schon sein. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass es eben so bis zu 6 Monate dauern kann, aber dadurch, dass es sich eben hier um ein beschleunigtes Verfahren handelt und auch, weil der EuGH ja 2014, also vor gar nicht allzu langer Zeit, eigentlich schon ein Urteil dazu gesprochen hat und eigentlich im Grunde auf diese Ressourcen auch wieder zurückgreifen kann, auf die Argumentation, so viel Neues ist eben nicht dazugekommen, kann man damit rechnen, dass hier eigentlich in Kürze ein entsprechendes Urteil auf den Weg gebracht wird. Und wir hoffen natürlich, dass es eben mit dieser Signalwirkung dann eben auch dazu führt, dass europaweit keine Vorratsdatenspeicherungen mehr auf den Weg gebracht werden und die Länder, die eben noch eine Vorratsdatenspeicherung haben, die möglichst schnell begraben. Und du sagst, dieses Schlussplädoyer des Generalanwaltes ist derart richtungsweisend in den allermeisten Fällen, dass man damit rechnen kann, dass das Urteil ähnlich ausfallen wird. Insbesondere eben auch, wenn man sich eben den Verweis auf das Urteil von 2014 anschaut, den eben der Generalanwalt anstellt, dann gibt es da eigentlich keinen Weg dran vorbei. Es ist auch so, dass der gleiche Richter, der damals eben das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung 2014 gefällt hat, jetzt das Urteil über Schweden und Großbritannien sprechen wird. Und von daher kann man jetzt davon ausgehen, dass der in 2 Jahren nicht einen völligen Paradigmenwechsel einleiten wird, sondern hier eben eher oder sehr wahrscheinlich auch bei seiner damaligen Einschätzung bleiben wird und deswegen eben der Vorratsdatenspeicherung eine Absage erteilen wird. Super. Dann warten wir gespannt auf dieses Urteil. So ist das. Die Herrschaften von der digitalen Gesellschaft sind leicht zuversichtlich, dass das in unser aller Sinne entschieden werden wird. Wer sich noch weitere Informationen zum Thema reinziehen möchte, der geht auf digitalegesellschaft.de. Ein Verein, der sich übrigens auch über finanzielle Unterstützung freut. Der Verein muss größer werden. Wir brauchen, die DigiGES muss wachsen. Die DigiGES muss wachsen. Wir brauchen ja in der Tat auch eine Lobby, die sich für Bürgerrechte einsetzt, auch auf europäischer Ebene, denn Leute, die sich für die Telekommunikationsanbieter einsetzen zum Beispiel, von denen gibt es ja schon genug. Ja, und die werden auch sehr gut bezahlt. Gutes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch, Alexander. Schöne Grüße an die anderen Verrückten. Ja.